Summer in the City, auch hier in Meißen. Heute sind wir total sommerlich gechillt in der Stadt unterwegs. Und damit, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen bei On Air. Dieses Mal waren wir wieder für euch im Kino, aber dazu später mehr. Vorher war Paul im Athletikclub in Meißen und hat sich im Gewichtheben ausprobiert. Und wie er sich dabei angestellt hat, das könnt ihr jetzt sehen. Das mit dem Ausprobieren wird sich später allerdings als eine doch nicht so einfache Aufgabe herausstellen. Im Fernsehen, da sieht das ja immer ganz lässig aus, wenn die Gewichtheber ihre Langhanteln heben oder drücken. Aber probiert man sich dann mal selbst aus? Naja, das dann später. Erstmal schaue ich den Jungs zu, die hier beim Athletikclub in Meißen ihre Kraft trainieren. Denn auch das ist hier möglich und nennt sich Kraftsport. Franz, Lennart, Lukas und Max zeigen hier einiges davon. Die meisten der Übungen kennt man noch aus der Schule, so wie zum Beispiel das Klimmziehen. Bankdrücken, Butterfly oder auch das Behind-Head-Shoulder-Press sind nur weitere der verschiedenen Disziplinen. Und wie in fast jeder anderen Sportart auch, gibt es beim Krafttraining verschiedene Meisterschaften, bei denen die Jungs des Athletikclubs ziemlich erfolgreich sind. Franz, du machst ja auch Kraftsport. Ich habe gehört, du bist der erste deutsche Jugendmeister im Kraftsport. War das irgendwie so, Jan? Ja, so ungefähr. Das war eine deutsche Meisterschaft in Stückhürding und dann einmal die deutsche Meisterschaft im Fitness-Vierkampf. Seit wann bist du dabei hier direkt im Athletik-Club Meißen? Also ich bin jetzt seit 8 Monaten dabei und trainiere dreimal die Woche. Groß rauskommen kann man auch beim Gewichtheben. Und einer, der mir da viel erzählen kann, ist Martin Leineweber. Er ist Mitglied in der ersten Bundesligamannschaft, reißt bis zu 106 Kilogramm und stößt mit seinen 80 Kilo Körpergewicht sogar bis zu 130 Kilogramm. Ja, der hier so fleißig trainiert, das ist Martin. Und Martin, was hast du hier gerade gehoben? Das sind 140 Kilo. Ja, sieht auch viel aus. Und seit wann bist du eigentlich dabei? Seit 4 Jahren jetzt. Ja, also bei über 100 Kilo kann ich mir denken, Wettkämpfe, hast du da schon mal irgendwas gemacht? Gemacht schon, ja. Gewonnen leider noch keinen. Okay. Ich trainiere fleißig und hart, aber ich sag mal so, ich gehe in Schichten arbeiten und da ist es schwierig, dann nur ein bisschen mehr Leistung zu bringen, wie manche, die jetzt immer nur über die Schule machen zum Beispiel, die haben mehr Freizeit als ich, die können da besser trainieren. Aber nicht nur große Jungs wie Martin können was, nein, auch die Kleinen haben schon viel drauf. Liebe Freunde, das ist der Lukas Müller. Wie alt bist du? 12 Jahre. 12 Jahre. Tja, und wie viel Kilo waren das jetzt hier? Das waren 15 Kilo. 15 Kilo, das ist doch eine ganze runde Sache, ne? Seit wann bist du dabei? Seit einem halben Jahr. Und hast du schon Wettkämpfe irgendwie gemacht? Ja, oder? Mehrere. Hast du auch was gewonnen? Ja. Was hast du zum Beispiel? Ich war 2x2. Platz und 3x5. Platz. Das mit dem Gewichtheben wollte ich sowieso schon immer mal ausprobieren. Ja, und da bin ich hier beim Athletikclub bestens aufgehoben. Ordentlich erklärt klappt das dann auch. Einigermaßen zumindest. Also Arme lang. Hohlkreuz. Und dann tust du den Rücken durchstrecken. Mach immer vor. Ich? Genau. Zeig das mal. Mach den. Ach, lieber. Ich sitze mich doch in 80 direkt vor. Mach nicht. Mach mal. So, jetzt. Also, danke. Alle in die Hocke. Genau. So, ja, das ist ja fein. Weiter genau, da hast du einen besseren Halt. So. So. Und jetzt? Jetzt alle lachen hinter der Kamera, was? Jetzt bist du drüber. Anpassen, ja. Genau, und jetzt kannst du probieren, hochzählen. Na, jetzt anfangen. Überhin. Ich bin ja kein Profi. Mehr. Also. Nee, jetzt ein bisschen breiter anpassen. So, genau. Jetzt kann ich hier kurz. Seht ihr? Puh, man sieht es mir an, so einfach ist es nicht, aber es macht Spaß, das habe ich festgestellt. Und man bleibt sportlich, das habe ich leider nicht bemerkt, denn dafür sind weitaus mehr Trainingsstunden erforderlich als meine Übungen hier. Trainiert wird übrigens dreimal die Woche für jeweils 2 Stunden. Mit viel Anstrengung, vielen Trainingsstunden und Spaß am Sport kann man es also zu etwas bringen. Und wenn ihr dann noch Herausforderungen liebt und gern mit anderen zusammen trainiert, dann ist das Gewichtheben genau die richtige Sportart für euch.
Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, beim Athletikclub in Meißen mal einige Übungsstunden im Kraftsport zu meistern oder ihr euch sicher seid, richtig hart das Gewichtheben trainieren zu wollen, dann meldet euch doch einfach mal an. Unter der Telefonnummer 03521 718448 oder per Mail unter info@ac-meißen.de bekommt ihr weitere Infos. Also, anstrengend war das auf jeden Fall und anstrengend wird es auch jetzt, zumindest für mich, denn meine lieben Freunde und Kollegen von On Air, darunter auch Franzi, haben sich für mich eine spannende Aufgabe überlegt. Das ist eine coole Aktion. Das Problem ist, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Franzi, erklär mir mal das. Ja, das war auch der Sinn der Aktion. Ach so. Und zwar hast du jetzt 15 Minuten Zeit, um 15 Selfies zu machen. Oh Gott. Du sprichst einfach irgendwelche Passanten an und bittest sie, ein Bild mit dir zu machen. So, also ihr habt gehört, was ich für eine Aufgabe habe. Ich habe 15 Minuten Zeit. Ich stelle mir hier mal selber schnell die Stoppuhr. Hier vorne haben wir Radfahrer. Ich frage gleich mal. Guten Tag. Wir haben eine Aufgabe. Wir sind vom, hier ist die Kamera, vom Jugendmagazin von TV im Meißenfernsehen. Und mir wurde die Aufgabe gestellt, in 15 Minuten 15 Selfies zu machen mit dem Handy. Und ich bräuchte Sie vielleicht mit auf dem Bild. Können wir das machen? Gut, nicht? Der nächste Versuch. Und jetzt wäre die Frage, ob Sie mit auf das Bild würden kommen. Das wäre cool. Dann habe ich nämlich schon das erste gemacht. Stellen wir uns einfach mal hier zusammen. Dankeschön. Und einen schönen Tag noch. Ciao. 3 Minuten schon. Ich habe ein Selfie. Ja. Machst du mit? Das wäre cool. Also, dankeschön. Schönen Tag noch. Ciao. So. 3,5 Minuten und 2 Selfies. Entschuldigung. Wir sind vom Jugendmagazin von TV im Meißenfernsehen. Ich habe die Aufgabe bekommen, in 15 Minuten 15 Selfies zu machen. Und ich frage nach, ob einer von Ihnen vielleicht da mitmacht und mit mir ein Foto macht. Nur warum nicht? Das wäre cool. Perfekt. Dann wollen Sie beide mit, oder? Können wir, beide, ja. Dann muss ich jetzt nicht hier mit hin. So. Bitte lächeln. Perfekt. Dankeschön. Bitteschön. Entschuldigung, ich habe eine Aufgabe bekommen. Nein. Die nicht? Nein. Ja, das war nett. Ja. Nein. Dankeschön. Ich renne mal ein Stück, weil ich nicht sehr Hallo. Wir kommen von TV im Meißenfernsehen, vom Jugendmagazin. Und ich habe die Aufgabe bekommen, in 15 Minuten 15 Selfies zu machen. Und wollte gerne mal fragen, ob jemand von euch mit aufs Foto wollte. Das wäre cool. Und wir müssen uns beeilen. Wir können auch zwei oder zu dritt einfach lächeln am besten. Ich habe die Kamera. Das können wir auch machen. So. Genau. Perfekt, dankeschön. Schönen Tag noch. Ciao. So. Also wir haben noch etwa 5 Minuten. Wir kommen vom Fernsehen, und zwar vom TV am Meißen Fernsehen. Nee, wir haben einen Termin. Okay, dankeschön. So. Ja. Diese Ausreden. Schnell weiter. Würden Sie mit aufs Foto kommen schon? Nein. Dankeschön. Ciao. Hier auf die Bushaltestelle. Warum machen die denn alle nicht mit? Habt doch Erbarmen. Bleiben kommen hier ran und wir machen das Foto. Schauen Sie alle mit her. So, und schön lächeln. Ja, alles rein. Und dann hier. Schön interessant. Ja, also eine Minute knapp noch, habe ich. Hier der Beweis. Ich glaube, es wäre auch in Dresden einfacher. Ich soll ein Selfie machen mit verschiedenen Leuten. Würden Sie mit aufs Foto kommen schnell? Oh. Wir wollen hier ans Wasser. Wir gut. Trotzdem danke. Bleib ich gleich rum. So, jetzt. Perfekt. Dankeschön. Schönen Tag noch. So, jetzt. Wir lassen das mal noch gelten, weil wir eh nicht geschafft haben.
Also, Franzi, ich habe hier verschiedene Fotos gemacht. Mhm. Und du wirst staunen. Wie viele? Schau mal hier, gerade eben. Vier mit, okay? Also eins. Dann hätte ich hier zwei. Drei. Vier und fünf. Sechs. Ja. Sieben. Acht. Neun. Ja, was das ist, weiß ich nicht. Okay, also neun Selfies und 14 Leute. 14 Menschen auf neun Selfies. Also, geschafft habe ich es nicht, meine Strafe. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt war. Und damit ist dieses Experiment beendet. Ich bin enttäuscht, wie die meisten mit mir hier nicht fotografiert haben. Schlimm. Die Minions, einer der Filme, die schon am ersten Wochenende richtig gut anliefen. Und den haben wir für euch angeschaut. Minions. Minions leben schon sehr viel länger auf diesem Planeten als wir. Sie haben viele Namen. Dave, Carl. Oh, das ist Norbert. Er ist ein Idiot. Sie alle verfolgen dasselbe Ziel. Den unverbesserlichsten Meister zu dienen, den es gibt. Einen Meister zu finden war einfach. Einen Meister zu behalten, das war eher kompliziert. Aber trotz allem suchten sie weiter. Meister hatten sie keine Bestimmung mehr. Sie wurden lustlos und deprimiert. Wäre es so weitergegangen, hätte das wohl kein gutes Ende genommen. Doch dann nahm ein Minion all seinen Mut zusammen. Kevin verspürte Stolz. Er wollte der eine sein, der für sein Volk den größten und gemeinsten Schurken findet. Stuart verspürte meist nur Hunger. Er wollte der eine sein, der diese Banane aufisst. Und Bob. Bob hatte Angst vor der Reise, die vor ihm lag. Lebido? Matoka! Polanola Matoka! Banana! Stuart? Banana! Banana! Hallo, Papagena. Tu le bella con la papaya. Die Trickfilmkomödie Die Minions ist der erste Film über die gelben Figuren aus Ich einfach unverbesserlich. Ein Film über die Publikumslieblinge war längst überfällig. Durch eine Mischung aus Action und Situationskomik bietet er großes Vergnügen für Jung und Alt. Die Minions versuchen seit Anbeginn der Zeit, den ultimativen Schurken zu finden, um ihm dienen zu können. Kevin, Stuart und Bob machen sich auf den Weg, um genau diesen zu finden. Ob sie das am Ende schaffen und wer das sein wird, könnt ihr ab jetzt im Kino in 2 oder 3D erfahren. Tja, Banana kann ich da nur sagen, ne? Wusstest du eigentlich, dass die Kleinen einen Mix aus, Englisch, Französisch, Italienisch, Koreanisch, Russisch und Spanisch sprechen? Nee, das wusste ich auch noch nicht. Ja, verrückt, oder? Also wenn ich das könnte, wären meine Noten in der Schule ja auch gleich viel besser. Aber das ist vollkommen unwichtig eigentlich. Ja, das denke ich auch. Ihr könnt euch ja wieder bei Facebook oder über eine Mail bei uns melden. Und vielleicht habt ihr auch eine Idee, was der Paul das nächste Mal machen könnte. Oh Gott. Schreibt uns und bis zum nächsten Mal. Ciao.